In Nordkorea breitet sich das SARS-CoV-2-Virus offenbar immer weiter aus. Als Maßnahme sind laut staatlichen Medien die Apotheken des Landes nun rund um die Uhr geöffnet. Das staatliche Fernsehen KRT zeigte Aufnahmen von medizinischem Hilfspersonal mit Gesichtsmasken und roten Schutzanzügen, das Medikamente an Erkrankte liefern soll, die nicht mobil sind oder ihre Wohnung nicht verlassen dürfen. Als die Zahl der Fieberkranken in die Höhe schoss, fehlte es uns an Bewusstsein und Verständnis für die Krankheit und wir wussten nicht, wie wir sie behandeln sollten. Wir hatten keine Behandlungsanweisungen. Die Öffentlichkeitskampagne des staatlichen Fernsehens umfasst auch einen Informationsfilm über die Omikron-Variante BA2. BA2 sei um 75% weniger tödlich als bisherige Mutationen. Eine Gesundung trete typischerweise nach 10 Tagen ein. Die meisten Infizierten könnten zu Hause bleiben, sollten aber ihre Medikamente nicht überdosieren. Das staatliche Hauptquartier für Epidemieprävention meldete rund 270.000 weitere Menschen mit Fiebersymptomen. Angaben zu Covid-19-Erkrankungen wurden nicht gemacht. Die Zahl der Todesopfer stieg laut staatlichen Medien bis Montagabend auf 56.